Ich bin live, ich bin im Kapitel 10 von Joan Grants Zeit aus dem Geist, Time Out of Mind. Es ist ihre frühe Autobiografie. Wir sind schon durch ihre Kindheit gewandert und wir sind jetzt hier, wie gesagt, im Kapitel 10. Das ist der zweite Teil dieser Lesung. Sie war sehr, sehr unglücklich, weil Esmond tot war. Er hatte sich aus Versehen erschossen. Und sie war jetzt zurückgezogen bei zwei Spinstern. Jedenfalls ist sie in ihr Zimmer geleitet worden und dort sah es aus wie in einem, wie in Portugal, sagt sie, weil da waren große Gefäße und Vasen in dunkelblau und mit flammend farbenden, orangenen und weißen Azaleen in Töpfen und das Zimmer war wunderschön und dann neben ihrem Bett war eine blaue Vase mit Lilies of the Valley. Eine sehr nette, grauhaarige, nettes, grauhaariges Dienstmädchen unterhielt sich mit mir, während sie mir meinen Koffer auspackte und dann ging sie und dann hatte sie das Wasser angemacht im Badezimmer nebenan und sagte mir, bis ich fertig bin, wird sie das Kleid für mich gebügelt haben, das ich anhaben möchte. Da waren drei verschiedene Flores-Badeessenzen, von denen ich wählen konnte. Verbena und Hyazinthen und Rose. Rose mit Geranium. Es war sehr komfortabel, im heißen, aromatischen Wasser zu liegen. Die Badewanne war so lang, dass ich gerade eben das andere Ende mit meinem Zeh erreichen konnte. Und dann, ich waschte meine Haare und trocknete sie in einem der riesengroßen Badehandtücher, die gewärmt wurden auf der Heizung. Da war kein Grund, dass ich mich beeilte. Dinner war nicht vor 8 Uhr abends. Elfie, die ältere Schwester von Daisy, war aus gewesen, als ich ankam. Aber sie war auch hier jetzt und kam nach unten. Sie war nicht so groß wie Daisy, aber braun und etwas plump und lustig wie ein kleiner, wie ein Rotkehlchen. Freundlich wie ein Rotkehlchen auch. Und sie gab mir ein Glas Sherry und unterhielt sich mit mir, so dass ich keine Zeit hatte, mich scheu zu fühlen. Während des Dinners versuchte ich zu vergessen, dass morgen, anstatt schönes Essen in Gesellschaft zu essen, würde ich wieder alleine sein und von Brötchen leben. Ich konnte noch nicht mal mein Gewissen erleichtern mit der Entschuldigung, dass ich wegfahre und dass ich mir mein Leben nehmen wollte durch Verhungern. Eine Weile später hatte ich mich angezogen und dann überlegte ich, vielleicht könnte ich meine Armbanduhr in Pfändung geben. Sie war Gold, diese Uhr, und die muss bestimmt 10 Pfund wert sein. Die könnte ich dann bei mir behalten, bis ich einen Job finden könnte. Ich konnte hier nichts sagen. Mutter hat zu mir gesagt, ich soll diskret sein. Und Geheimnisse sind vielleicht erlaubt mit Feinden oder sogar Bekannten. Aber es würde Schummeln sein, wenn ich von denen die Wahrheit verbergen würde. Besonders vor meinen Freunden verbergen würde. Und irgendwie waren diese beiden wie Freunde. Das wusste ich schon im tiefen Innern. Aber solche neue Freunde könnten nicht erwartet werden,
toleranter auf mich zu sein, als mein, mit mir zu sein, als mein eigener Vater. Nach dem Essen tranken wir Kaffee auf einer anderen Terrasse, die im Westen des Hauses lag. Es war auch das Dach vom Billardzimmer, denn Hardwood wurde gebaut aus alten Steinen, die... Ach so, und du konntest von jeder Seite des Hauses Treppen hinuntergehen in den Garten. Ich möchte dir gerne mal unseren Fangarten zeigen. Er ist am besten im Abendlicht. Es war ein ziemlich langer Weg vom Haus, in einem naturellen Amphitheater. Die Fans, also die Pflanzen, die wie Fächer aussahen, und die Hecken zwischen ihnen und zwischen den herbaceous Borten gingen langsam den Berg hinunter. Dort war eine a smooth curve of turf, eine glatte Kurve von Gras, und darüber stand eine Kolonnade mit Weinen wie Weintrauben und mit Clematis, Rosen und Wisteria. Wo eine Hand den Fächer halten würde, waren weiße Steinpools, also Becher, und auch ein Fountain, wo das Wasser oben rauskam, ein Springbrunnen. Und dort hinter waren 6 Steinpinien. Die standen fast 80 bis 90 Fuß hoch. Ungefähr, ich weiß nicht, 200 Meter oder so, keine Ahnung, das kann nicht sein. Jedenfalls riesengroße Pinien standen wie Wachen in der Distanz. Der Friede und die Schönheit machten mich so traurig. In diesem Moment musste ich sagen die Worte, die mich wahrscheinlich ins Exil bringen. Could I, oh please, could I keep silent for just another day, even for 2 days? Bitte, könnte ich vielleicht bitte noch hier 2 Tage schweigend bleiben? Ein Tag oder vielleicht 2 Tage? Ich redete mit mir selbst. Wenn ich doch nur hier eine Weile bleiben könnte, dann würde ich meinen Mut zurückbekommen. Auch wenn ich das, wenn ich meinen letzten Stolz aufgeben muss, indem ich hier bleibe, unter falschen Vorsätzen. Es wird es wert sein für mich. Ich brauche Mut, um die Welt anzupacken. Ich brauche Mut noch mehr, als ich meinen Stolz brauche. You cannot gain courage by behaving like a cheat and a coward, I said to forlorn little Joan. Go on, tell her, end the suspense, and then go and pack your suitcase. Sie spricht mit sich selber und sagt zu der kleinen, angstvollen Joan, du kannst keinen Mut bekommen, indem du dich wie ein Feigling benimmst. Geh schon und erzähl es ihr. Hör auf mit dem Spannendmachen. Und dann packst du deinen Koffer. Ich kann nicht hierbleiben, sagte ich sehr abrupt zu Daisy. Die war gerade dabei und hat mir erzählt, wie sie viele von diesen Bäumen aus Samen selber gesät hat vor 20 Jahren. Sie hatte sie mitgebracht von Sikkim. Ich kann hier nicht bleiben, sagte ich und wiederholte mich etwas lauter. Es war unehrlich von mir, hier sogar bisher zum Dinner zu bleiben. Du musst verstehen, ich bin eine Adulteress. I am an Adulteress. Na, Adulteress ist eine Ehebrecherin
in Deutsch. Daisy sah mich an und ihre Augen waren sehr sanft. »Bist du das wirklich, mein Kind?« sagte sie. »Wie schön für dich. Leider hatte ich nie die Möglichkeit.« Und so in Daisy und im Garten von Hurtwood wusste ich, ich bin nach Hause gekommen. Daisy kannte viel über Trauer. Sie hatte Bunny geliebt, ihr einziger Bruder. Er wurde in 1915 getötet. Sie liebte ihn mehr noch, als ich Esmond liebte, denn sie hatte viel größere Kapazität für Affection. Seit Kindheit waren die beiden zusammen und waren ihre Kameraden. Zusammen sind sie auf Suche nach Pflanzen gegangen in vielen Teilen der Welt. Und sie waren wahrscheinlich die Ersten, die ersten Europäer, die die blaue Himalayan Poppy gesehen hat und entdeckt hat. Wir waren camping an dem Abgrund von einer Reihe von Bäumen, sagte sie. Bunny war vorausgeritten über einen Pass, als ich ihn plötzlich riefen hörte, Daisy. Also eilte ich mit meinem Pony, und das Pony war fast so müde wie ich, das arme kleine Ding. Als ich ihn erreichte, war er schon vom Pferd gestiegen und sah, was ich zuerst dachte, war ein türkisblauer See. Aber es waren Poppies, Millionen von Poppies. Ich habe niemals im Leben etwas so Wunderschönes gesehen. Wir sammelten die Samen, aber sie waren noch nicht reif zum Germinate. Und die Pflanzen, die wir zurückbrachten, sind leider eingegangen, bevor wir in Kew ankamen. Aber trotz alledem und trotz der ganzen Fürsorge, die wir diesen Pflanzen gegeben haben, hat sie nicht überlebt. Aber sie wurde genannt Mekonopsis Bailey anstatt Satori. Denn ihr Name ist Satori. So, ich mache hier mal eine Pause. Es wird dann drei Teile sein.